Sie hat eigentlich schon eine beeindruckende Karriere hinter sich, ist aber trotzdem noch jung im Geschäft, war bei vielen Fernsehshows in Deutschland und in Österreich hat sie eine große Leidenschaft für Autos. Es gibt viel zu besprechen mit Sarah Sacher. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, grüß dich. Sarah, angefangen hast du mit einer deutschen Fernsehshow quasi, wo du teilgenommen hast. Genau. Das Supertalent. Wow, ja, das ist schon lang aus. Wie lange ist das her? Ich war 12 Jahre. Das war 2009, zumindest mit einem eigenen Song, also einem selber geschriebenen Song von mir und meinem Papa, ja. Mit der ersten eigenen Band Jimmy. Da waren wir beim Supertalent im Halbfinale und großartig. War eine schöne Erfahrung. Aber das hat dir nicht genügt. Du bist dann auch noch gewesen bei The Voice of Germany. Mhm. Im Team von, glaube ich, Andreas Burani. Genau, vom Andreas Burani. War auch voll eine schöne Erfahrung. Wie war das mit ihm, so zusammenzuarbeiten? War echt cool. Er ist auch Skorpion im Sternzeichen, so wie. Ah ja, hat das gut gepasst? Ja, hat gut gepasst, war 2016. Es war dann nicht mit einem eigenen Song von mir, aber es war mega schön. Einfach die Erfahrung, dass wir es einmal zum Erleben dürfen, wie das so läuft, da hinter der Bühne. Und super. Ich habe ein bisschen gegraben in deiner Biografie und ich habe so quasi eine verdeckte Leidenschaft von dir entdeckt für Autos. Du arbeitest bei BMW in Steyr, das können wir jetzt einmal so sagen. Genau. Aber nicht nur einfach so, sondern du hast da Motoren zusammengeschraubt. Genau. Ist das richtig? Genau, das stimmt. Also seit 9 Jahren arbeite ich im BMW-Werk in Steyr. Ja. Was mir voll Spaß macht, das ist eine super Firma, sehr empfehlenswert. Und ich war sehr lange. Ja. Na wirklich, die Leute sind super und es macht einfach Spaß. Und BMW, es hat mich einfach immer begeistert vom Tag 1. Mhm. Und ich war sehr lange in der Motormontage und habe Motoren zusammengebaut, 4- und 6-Zylinder Benzinermotoren. Und mittlerweile bin ich im Sekretariat, also im Büro. Und das macht mir auch viel Spaß, es passt da. Wie war das so, als Frau in eine Männerdomäne so reinzustoßen? Wie waren da deine Erfahrungen? Ja, man wächst drauf, man wird schlagfertig. Schon, du hast dich da nicht unterkriegen lassen? Nein, hat mir immer Spaß gemacht, war immer lustiger. Sehr schön. Jetzt gibt es eine neue Single. Genau, ja. Königin der Körbe. Mhm. Kurz umrissen, worum geht's? Darüber, dass die Körbe verteilt werden. Die du verteilst, ganz großartig. Ja, genau, ja. Und da schauen wir mal kurz rein in das Musikvideo, bitte. Königin der Körbe von Sarah Sacher, bitte. Ich wollte niemals Basketballprofi sein, doch da ich zurzeit klar die Nummer 1. Denn wenn es darum geht, wer die meisten Körbe verteilt, schieß ich die Dunkings wie durch Zauberei. Merk, wie sie mich ansehen, versuchen ihr Glück. Ein Blick genügt und sie werden verrückt. Danke Mama für die Gene, Blut wie Feuer in den Venen, Diamanten in den Augen. Versuch mich besser nicht. Du wirst dich verbrennen, das kannst du mir glauben. Ich bin die Königin der Körbe, nicht dass es mich stört, doch ich hab mir alles anders vorgestellt. Will ich wirklich nicht verletzen, trotzdem werde ich dich versetzen. Bleib ich die Königin der Körbe, Süße, du musst modeln, in welcher Agentur? Doch genau diese Schiene war nie meine Natur. Steuerst ran in die Richtung, rein in den Chor. Werf ohne zu zögern alle hier von Bord. Weder mit ihm, noch mit dir, leg ich mich nieder, denn ich kenn meinen Wert. Danke Mama für die Gene, Blut wie Feuer in den Venen, Diamanten in den Augen. Versuch mich besser nicht. Du wirst dich verbrennen, das kannst du mir glauben. Ich bin die Königin der Körbe, nicht dass es mich stört, doch ich hab mir alles anders vorgestellt. Zur bitteren Wahrheit, ich wollte das nie sein. Meine größte Angst war ein Herz aus Stein. Will keine Schwindler mit Tattoos auf Tinder, keine Riesenhochzeit, nur gemeinsam ein Schloss bauen, wär mir lieber. Und so verteile ich meine Körbe wieder und wieder. Ich
bin die Königin der Körbe. Nicht, dass es mich stört, doch ich hab mir alles anders vorgestellt. Will ich wirklich nicht verletzen, trotzdem werde ich nicht versetzen. Will nur den Mann, den Schnapp, weil er ist kam. Mach meinen Namen alle Ehre. Ich bin die Königin der Körbe. Ich bin die Königin der Körbe. Sarah, wie viele Körbe musst du verteilen so im Jahr? Da sind schon einige zusammengekommen. Im BMW-Werk vermutlich, oder? Rundherum aus, aber die Königin der Körbe wurde zu 100% ausgelebt. Ja. Sehr gut. Ja, aber es ist eigentlich eher schon mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Also eigentlich mehr lustig, man. Das ist ein guter Draufmach-Song, der eigentlich nicht zu viel zum Ernst nehmen, sondern einfach die Leute zum Grinsen bringen. Es ist eine schöne Sommernummer, finde ich. Danke. Ja, gefällt mir sehr gut. wie tust du so beim Songschreiben? Sprudelt es da so aus dir raus oder setzt du dich da stundenlang vor ein weißes Blatt Papier und notierst alles, was da einfällt? Ja, also ich habe so viel komponiert in der letzten Zeit. Es ist richtig eskaliert. Ich habe richtig viele Ideen und schreibe meine Songs immer auf Deutsch. Es geht eigentlich, naja, teilweise relativ schnell, teilweise dauert es länger, aber meistens läuft es in kürzester Zeit mittlerweile. Es rennt runter wie in einem Film und ich habe da so Bilder im Kopf und schreibe es auf und da geht es um die verschiedensten Themen. Und mit Königin der Körbe haben wir einmal gestartet. Ich bin da bei einem super Label, also bei PK Music Solution, beim Paul Katzmeier und Wolfgang Pammer. Und da arbeiten wir an weiteren Songs auch noch und es wird nicht fad, es kommt mehr. Aber Text und Melodie kommt eigentlich immer von dir, oder ist das richtig? Genau. Lass das schwer reinpushen in deine Arbeit. Ja, also ich schreibe das immer selber. Mit Jakob Busch gab es mal ein Duett. Genau. Du hast gemeinsam gesungen mit ihm. Genau. Mit wem, wenn du da so nachdenkst, mit wem würdest du denn gerne wirklich mal zusammenarbeiten? Was ist denn so eines deiner vielleicht musikalischen Vorbilder auch? Was sagst du, das wird mir gefallen. Im Duo? Ja. Sänger? Boah, mir gefällt voll gut Esther Graf eigentlich. Das ist also eine Popkünstlerin, deutsche Deutschmusik. Mir gefällt voll gut Nena und Taylor Swift, das ist mein allergrößtes Vorbild. Ich weiß natürlich, dass das ganz weit weg ist. Aber ich liebe die Songs von der Taylor Swift. Die Frau hat mich inspiriert musikalisch, seit ich klar war, mit ihren Songs, mit ihren Texten. Das ist eigentlich mein größtes musikalisches Vorbild, auch wenn sie ihre Songs auf Englisch schreibt. Aber ich finde halt voll cool Popmusik, modern, mit ein bisschen Country. Es ist so durch die Bahn gemischt. Also du bist der Swiftie? Komplett. Eskalation Swiftie. Ich kann alle Songs auswendig. Wirklich? Das bist im August wahrscheinlich im Stadion auch, nehme ich an. Ja, Wiener. ich hab Ernst-Happel-Stadion. Mit meiner Cousine schauen wir sie an, ja. Sehr gut, großartig. Was ist so geplant bei Sarah Sacher? Auf was dürfen wir uns freuen in nächster Zeit von dir? Also wir arbeiten gerade am neuen Song, am Musikvideo. Fertig ist er schon fast. Sehr schön. Und der kommt mit Jodler, der wird lustig, das wird ein Ausreißer. Sehr gut. Das wird auch wieder gut drauf machen. Und meine Songs sind so eine Mischung zwischen deep und deppert. Also sie sind entweder mit sehr tiefgründigen Texten oder ganz lustig. Und ja, der nächste Song wird auch recht lustig. Und der spielt am Berg auf einer Alm mit Jodler. Und es wird lustig und es wird viel cool. Also wir arbeiten an weiteren Songs und im Sommer soll noch was rauskommen. Vollblutmusikerin, wenn du das so hörst, möchtest du das Vollzeit mal machen oder soll das nebenbei so mitlaufen? Also mein größter Lebenstraum ist nicht Freiheit an der Musik verlieren. Und schau mal, was daherkommt. Aber ich liebe meinen Job im BMW-Werk in Steyr extrem. Also ehrlich gesagt, will ich meinen Job nicht verlieren. Ich liebe das wirklich jeden Tag, was ich machen darf. Und mein allergrößter Lebenstraum ist eine eigene Familie mal haben, dass ich weiß, wo ich hingehöre. Häuselbahn hat immer dazugehört und einfach angekommen und dass der Alltag schön ist. Und ich spiele jeden Tag Musik, Gitarre, Bassgitarre, Klavier, Ukulele und das ist das Wichtigste. Also der größte Herzenstraum ist einfach nie die Freiheit drauf verlieren. Und alles andere schauen wir mal, was daherkommt. Das alles, was du dir wünschst, wünschen wir dir. Sarah, danke, dass du da warst und wir freuen uns auf einen nächsten Besuch von dir. Danke. Dankeschön. Danke auch. Danke.